Ich muss sagen, die Gegner werden ja schon ein bisschen besser, aber noch geht es. Not gonna lie. This new arm is pretty sweet. Ich liebe ja diese Kombos. Dieses schnelle nach oben springen. Fällt alles zu Staub. Einige Telefone haben noch funktionstüchtige Leitungen. Schau dir die näher an. Okay, die halbe Stadt zerstört, aber das Telefon geht noch. Hat die Telekom gute Arbeit geleistet. Hallo! Wenn die Taxis da auch so schnell kommen, dann nehme ich immer wieder eine rote Telefonzelle. Du kannst Nikos Transporter rufen, bei dem du die rote Kugeln gegen Fertigkeiten und Objekte eintauschen kannst. Jedes Telefon, das du findest, ist eine Chance, Nico zu rufen. Okay. Yo, you just hear the window shop? Oh, ich habe wieder 10.000. Was haben wir denn? Jo. Das kostet schon wieder 35.000, die ist aber teuer. So, die Arme haben wir schon. Ausrüstung haben wir auch. Objekte. Oh, jetzt kostet schon 6.000. Achtung, goldene Kugel. Durch eine geheime Methode geschaffener goldener Stein kann Gefallene wiederbeleben. Okay. Einen kann ich mir noch leisten. Jo, Anpassung abschließen. Danke für deinen Support. Und jetzt geht's hier weiter. Momentan ist ja wirklich noch alles so relativ einfach, aber das kann sich ja mal schnell ändern in so einem Game. Somebody call a doctor? Alter, wer bist du denn? Godzilla macht auch mit. Das sieht nicht so einfach aus. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. King, I mean, wenn er King ist, bin ich Kong. Like a knuckle scrapping fart in the wind than anything else. Yeah, no offense. Du musst schon mächtig cool sein, mit dem Typen so zu reden. Was ist denn das, der Höllenstund oder? Oder muss er gleich kotzen? Cool Trick! Hey,
parties? Geil. Ja, ich glaube, wir haben ihn jetzt auf maximal Level. Also, der jetzt nicht sauer ist. Ja. Ich bin ja auch ein Fan von Nahkampf, also immer ran da. Immer viel mehr Chancen. Okay, das hat ein bisschen wehgetan. Aber vom Weiten brauchen wir den gar nicht kommen. Weil der verträgt ihn ganz schön ordentlich. Was? Leck mich an den Tisch, da kriegst du aber am Joypad Muskelkater in den Daumen. Ja. Das ist ja der Grund, warum ich auch gesagt habe, Nahkampf ist ja besser. Weil es bringt nichts zum Weiten da irgendwie rum zu. Alter. Vom Weiten hast du da keine Chance. Oh, jetzt wird es natürlich schon ein bisschen knapper. Also meine Energie sieht nicht mehr so gut aus. Los, komm. Gib nochmal alles hier. Wir haben ihn bald. Ach, scheiße, los, komm. Er oder ich. Los, komm, komm, komm. Mach ihn platt. Wo kann ich denn meine Energie wieder aufladen? Rote Kugel benutzen, Wiederbelebung zu verwenden. Okay. Ja. Ja, alles klar, das ist gut. Ja, ich habe ja gesagt, der Schwierigkeitsgrad, der am Anfang leicht ist, der steigt dann irgendwann mal. Ja. Komm her, King Kong. Alter, wir haben ihn geschafft. Boah, ist sehr hartnäckig. Jetzt hat er noch Angst vor einem kleinen Piepmatz, oder was? My stars in a bit of grief and woe. That made my love so high. And me. So low. Boah, er philosophiert da ein bisschen rum. Ah, oh, er hat ihm den Rest gegeben, sehr geil. Der wird auf jeden Fall kein König mehr. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. So, es gibt auch mal eine Menge Staub, wenn er. Als er jetzt runtergefallen ist. I expect he's not much more than Clyphod pollen by now. A what? Clyphod. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood and those whose blood it sucks, well. Let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait.
First, we need to exterminate some Clyphod roots. Genau, ein paar Wurzeln würde ja schon reichen, dass der blöde Baum abstirbt. V, what the hell are you? Oh, sie wieder. I know, I'm late. Shut it. The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you're gonna get that? Ding, 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 right by your feet. Woo-wee. I'm gonna make something amazing out of this. Was sie baut daraus immer, was ist interessant. Ich dachte, die will da dran rumknabbern. Mann, Mann, Mann. Up your butt. Focus on the mission. Habe ich meinen Mauszeiger angezeigt? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Geh weg, du Mauszeiger. Rote Kugeln gesammelt. 9790. Das ist gut. Die haben wir auch gebraucht. I think we should split into two groups. And cover more ground. Good idea. Behold, my genius. Cash first. All the materials I collected for your little pet projects don't count for anything. My brilliant badass work. Gut. Die will immer Kohle haben, das gibt's auch gar nicht. Ich dachte, die wäre mit uns befreundet. Nee. Or maybe don't let the demon smack you around so much. Whatever. So, von der Musik her, ich dachte eben, die liefern sich im Bat-Rebel, im Rap-Battle. Gott, kann nicht mehr reden. My grandmother was called the 45 caliber virtuoso, legendary gunsmith. I hope to be like her someday, an artist and a lethal artisan. Everything I create is art, whether it's a gun, or a steel pot to cook birds in. Any more questions? Huh? Little cheeky. Als kleines Hühnchen würde ich dir gar nicht bezeichnen. I'll take my leave. Der Vogel sieht schon ziemlich gefährlich aus. I'll see you at the bottom of the Clyphod. Sure. What are you gonna do? I gotta shake the cobwebs out. I'll let you know. Hey, you got any more questions? Better ask it now. I can't read minds. Ich würde mir gerne deinen Arm kaufen, den du da gebastelt hast. Anpassen. Gucken wir mal, was Nico uns da noch anbieten kann. Nett anzusehen, wie sie das immer unten aus dem Schrank holt. Now that I got it in stock, you better take advantage of it. Warte, wie viele Arme hatten die jetzt da im Lager? Tja, wie kaufe ich die denn? Ach so. Der Breaker teilt mächtige Schläge Raketenhieber aus. Wer war den nochmal? Den nehmen wir mal. Der muss ja auch neu sein. So. Können wir hier noch irgendwas verbessern? Wie viel haben wir denn überhaupt noch? 10.673. Das kostet 35.000. Ich glaube, das lassen wir auch erstmal so. Genau, blaue Kugel.
Obwohl, wir erhöhen die Lebenskraft. Dafür bin ich immer zu haben. So, gehen wir mal wieder zurück. Anpassung abschließen, super, ja. Das ist immer gut. So, Missionsstart. Ja, bin ich mal gespannt. Jetzt können wir ja die geilen Arme auch benutzen und noch mehr Alarm machen. Gucken, was uns da gezaubert hat. Schon nice, die Kleine. So much for teamwork. Stellst du dich auf eine Plattform mit roten Flammen? Wenn dein Gegner in der Nähe sind, werden die Flammen blau und lassen Grips in der Luft erscheinen. Okay. Grimgrip mit RB erfassen und dann B drücken. Erfasse Grimgrips und ziehe dich zu ihnen, um heranzukommen. Okay. Ah. Ah ne, so und dann... So Batman-like. Oh, die sehen auch für mich gerade nett aus. Strafe der Unachtung. Okay. Boah, ein bisschen Alarm machen wir. Punkte. Prima. So. Welchen Arm nehme ich denn mal? Jetzt kann ich den gar nicht wechseln. Think I'll handle the closer one first. Gotta start somewhere. Ja, man sollte sonst immer eins nach dem anderen machen. Ach, die schon wieder. Naja. Und die haben uns ja schon mal gekümmert. Ja. Oh, alle drei in der Kombination wird natürlich schon ein bisschen schwieriger. Wir waren nicht ganz ohne. Die Nummer ein. Wo kann ich denn meine Energie aufladen? Das ist das. Das ist... Okay. Einmal drücken. Einmal drücken. Das geht auch nicht. Schade. Ja. Hätte eigentlich gedacht,
dass ich meine Energie aufladen kann. Dass ich ein Inventar habe oder so. Aber anscheinend ja nicht so richtig. Ah, okay. Aber ein grüner Kristall. So kann man natürlich seine Energie auch aufladen. Das ist auch gut. Scheiß drauf, wir reißen das verdammte Ding um. Das denke ich mal auch. So, aber ich habe hier irgendwo noch einen Kristall gesehen. Ah, hier gibt es noch was zum Einsammeln. So. Die Arme mal kurz platt hier. Ja, ein bisschen Baumfällen, Holzfällen hier. Zack. Oh, hier ist so ein Pflänzchen. Super. Energie wieder aufgeladen. Nach Angreifen des Ziels, RB und B gedrückt, Grimrips gehockt werden, indem du sie angreifst. Ah, okay, wir können die auch angreifen. Angreifen des Ziels. Das ist ein sehr blöder Grimrip. Aus den Augen verloren, der war doch da eben. Ach, da ist er ja. Nach Angreifen des Ziels RB plus B drücken. Warum geht das nicht? Seltsam. Das soll mal einer verstehen. Okay, aber das hier gibt es ja aus dem Spiel ja sonst so wieder. Irgendwie wollen wir schon wissen, was man da macht.
Mission fortsetzen. Ich habe das Gefühl, hier ist eben irgendwas Böses rausgekommen und wollte mich angreifen, oder? Nö. Na egal. Grim Grip. RB plus B. Habe ich gedrückt. Ich drücke RB. Halte RB gedrückt. So, wenn ich nur RB drücke und drücke B. Schlägt er da zwar gegen. Wenn ich jetzt B gedrückt halte, bringt das auch nichts. Okay. Also ich kann die... Okay, also wenn ich die... Ja, wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Und dann sehen wir uns dann nochmal zur nächsten Runde. Bevor ich das hier weiter aufnehme, trainiere ich das nochmal. Und wenn ich es dann hinbekommen habe, dann können wir ja weitermachen. Dann danke fürs Zusehen und drückt mal einen Daumen nach oben, lasst mal ein Like da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Come on.